Also, Menes. Der Nebel, der euch erinnert, es dampft euch erinnert. Wir haben es gerade gegossen. Draußen haben wir, naja, es hat 3 Grad da herin, 25. Salat haben wir schon. Da hängt gerade schon ein Kupfisch heute da. Da muss aber jetzt auch noch leicht sein. Naja, jetzt muss bei mir wachsen, alles schön. Hallo! So, sagt mal gleich mal, ob der Ton und ob das Bild passt. Man muss das hier mal jetzt. So, jetzt. Dann wünsche ich euch noch schöne Halloween. Grüß dich, Stefan Moser, Michael Sengel, Nordbiene. Der Julian ist da, Michael Sengel, Sebastian B. Den haben wir dann noch alles. Marion Nolte, Kai. Ah, noch ein Kai. Hier ist noch ein Kai. Bavaria Biene, Bastillo. Bucky Bees, Tumpfi. Ja, ich bin gerade erst rein. Ich war noch heute beschäftigt. Wir haben ein bisschen Weihnachtsdeko angebracht schon mal am Dach. Ich habe ihm Kai, habe ich davor ein Bild geschickt. Flensboy, da sitzt ein Monster vor der Kamera. Endlich erkennt er es. Ja, ich wollte eigentlich auch mit um die Häuser ziehen, aber ich habe gedacht, das würde die Leute dann doch nicht antun. Stell dir vor, du machst dann nachts im Dunkeln die Tür auf und da steht jemand wie ich vor der Tür und sagt da guten Abend, dann ist der Tag gelaufen unter Abend. So. Wen haben wir denn? Der Sebastian ist auch da. Ja, heute ist so spät noch der Livestream. Warte mal, ich muss schon den Kühlschrank hier ausstellen. Weil ich mache da gerade, also gehen wir so vorne weg. Da läuft gerade so ein Experiment mit dem Kühlschrank. Ich schalte ihn jetzt mal aus. Weil, ihr habt es ja bestimmt gesehen bei den Community-Beiträgen. Also, die mich abonniert haben, sehen es definitiv. In den Community-Beiträgen, ich baue was Neues. Weil jetzt ist so die Saison mit den Bienen rum. Ich habe heute eigentlich ja, die letzten Arbeiten vorgenommen. Ich habe das mit der EasyBee-Box geklärt. Da kommt ein Video nächste Woche. Dann habe ich überall die Folien aufgelegt. Dann habe ich alle Beuten gecheckt, inklusive der Segeberger und Mini-Plussen, wie es da ausschaut mit dem Feuchtigkeitsgehalt. Bis jetzt bei allen Beuten sehr akzeptabel, eigentlich alles ganz gut. Das Einzige ist bei den Mini-Plussen, über Winter, also die Futterzagen, die kleinen, kann man definitiv nicht drauf lassen, das kann ich jedem von euch jetzt schon mal sagen. Das geht nicht. Da ist Schimmel drin. Ach so, das ist mein Gästestuhl. Ja. Also, falls ich Gäste habe, ihr seht es. Was? Okay, meine Frau sagt, sie sind Anna ihrer. Ich darf ihn doch nicht behalten. Naja, versuch was wert. Aber wer Gästestuhl, also wenn jemand mal da live bei mir sein will, man kann das natürlich, wir können das übers Internet machen oder in Real Life. Der Tumpfi ist ja leider schon wieder daheim. Sonst könnte er ja gleich wieder hier. Ja, ich habe heute keinen Gast. Also wie gesagt, also die Mini-Plussen, die kann man nicht drauf lassen. Und was auch nicht funktioniert, so wie ich es bei allen anderen Zagen habe, dass ich eine Leerzage drauf habe, oben als so Puffer, Luftpuffer, funktioniert mit der Segeberger auch nicht. Das geht leider nicht. Also, aber bis jetzt muss ich sagen, halten sie sich alle sehr wacker. Aber der Winter kommt ja jetzt erst. Ja. Da Tumpfi sei
Entschuldigung, diese Aufenthaltsgenehmigung ist abgelaufen, ja. Nee, also er hätte, wenn es an mir geht, hätte er die ganze Woche bleiben können. Er muss halt damit leben, ich er ist halt dann alleine hier, ja. Hätten wir im Garten was machen können. Wie gesagt, Humpfi, Haustürschlüssel hast du. Ja, der Tumpfi hat nämlich, ich hoffe, du hast ihn nicht vergessen, oder? Du hast ihn schon mitgenommen. Der Tumpfi ist der Erste, wo ein Haustürschlüssel von mir hat. Zimmer ist immer offen. Ja. So, Frage: Habe ich cremigen Rapshonig im 15 Kilogramm Eimer, der mittlerweile steinhart wurde? Will nun abfüllen, wie hoch und lange mit Einkocher vorbereiten? Boah, Michael, das ist jetzt eine gute Frage und das ist. Du hast mein letztes Video nicht gesehen. Ich kann dir das nicht sagen, wie lange du den aufwärmen sollst, weil ich bei mir keinen Honig aufwärme. Ich tau ihn nicht auf, ja, das mache ich nicht. Also, bevor ich jetzt, wenn ich jetzt so einen Honig habe, den habe ich gerührt, dann ist er cremig, dass ich sage, er passt. Aber ich fülle den ja nicht sofort ab in die Gläser. So, dann bleibt er im Eimer, bis ich ihn abfüllen will. Einen Tag bevor ich den abfülle, rühre ich den nochmal, dann wandert das Ganze in den Abfülleimer. Also nicht in den Abfalleimer, sondern in den Abfülleimer. Da lasse ich den dann 24 Stunden stehen, dass einfach die Luft nach oben steigt und dann fülle ich ihn ab. Der Julian schreibt, durchs Militärm laufen lassen. Ja, Militärm funktioniert, aber mag ich auch nicht. Ich mag das nicht. Ja, ich finde es aber cool, wenn dann Leute schreiben, ich habe meinen Honig nicht erwärmt. Oder so, ist ja anscheinend unter den Imkern ist das ein ganz ein großes Markenzeichen. Aber wenn ich einen Honig durchs Militärm lasse, muss ich mir im Klaren sein, habe ich den Honig aufgewärmt. Ob ich will oder nicht. Und das ist das, was ich in meinem Video auch angesprochen habe, dass das komischerweise unter den Imkern ist ein Honigtrockner absolut verpönt. Absolut verpönt. Aber der Militärm ist das Geilste, was es so gibt auf der Welt. Und da verstehe ich den Zusammenhang nicht, weil wer sich ein bisschen so im Kopf hält, was ist ein Militärm und was ist ein. Warte mal, ich muss schon was freigeben. Ein Honigtrockner. Der weiß, dass die beiden Systeme relativ gleich funktionieren. Ja? Die funktionieren relativ gleich. Der Unterschied ist der Lufttrockner. Die meisten haben der Honigtrockner an sich selbst hat den Lufttrockner integriert. Der bläst einfach nur die Luft durch. Und das war's. Genauso wie ich aber so ein bisschen entsetzt bin. Ja, ich weiß, dass Honig wasserbindend ist. Ja? Wenn man Honig offen stehen lässt, nimmt der Wasser auf. Aber unter welcher Voraussetzung nimmt der Wasser auf? Das sollte man auch ein bisschen wissen. Honig wird niemals Wasser aufnehmen, wenn der Honig ein Tick oder wenn er gleich so warm ist wie die Umgebungsluft, wird er kein Wasser aufnehmen. Im Gegenteil, wird er Wasser abgeben. Ist der Honig wärmer wie die gesamte Umgebung, wird er Wasser auch abgeben. Das Einzige, wo Honig Wasser aufnimmt, ist, wenn der Honig kälter ist wie die Umgebung, weil dann kondensiert es an der Oberfläche des Honigs und dann nimmt er auf. Und wer mir das nicht glaubt, tut euch mal selbst den Gefallen, nehmt mal einen Honig, meinetwegen so ein halbes Glas, macht da ein kleines Lochgitter drüber, dass da keine Viecher reinfliegen und stellt es, ja gut, braucht es ja nicht. Also, wenn es draußen sowieso nicht, wenn es im Keller stehen habt und stellt es einfach mal so hin. Da werdet ihr feststellen, der Honig wird nicht nasser, wie er schon ist. Der wird trockener, ja. Irgendwann ist der steintrocken. Da, der Michael Sange, nein, ich meine, wo habe ich es gelesen? Wo habe ich es gelesen? Ihr schreibt heute schon wieder wie die Irren. Nee, Bavarian Biene schreibt, besser Honig trocknen als wegkippen. Ja, Bavaria, da gebe ich dir recht. Da gebe ich dir recht. Ich weiß, das ist jetzt wieder sowas, da sagst du, ah, jupp, da sagst du nicht mal auftauen, überhaupt kein Erwärmen oder so. Aber wenn ich jetzt die Wahl habe,
Es gibt ja Regionen, da wo dann auf einen Schlag so eine Stoßtracht kommt und permanent, dass der Honig komplett verdeckelt ist. Und wenn der verdeckelt ist, trocknet der so gut wie gar nichts mehr, ja. Aber es kommt ja extrem nach. Und bevor er weggeschmissen ist, würde ich sagen, ja. Und was machen die meisten Imker? Weil Trocknungsanlage ist ja absolut verpönt. Die lassen ihn einfach durchs Militär laufen. Ja, dann trocknen sie ihn so auch. Und dann gibt es so einen kleinen Trick, da läuft er durchs Militär und dann steht in dem gleichen Raum, wo er das Militär, wo der durchläuft, noch ein Luftentfeuchter. Ja, das ist nichts anderes wie eine Honigtrocknungsanlage, nur sehr uneffektiv. Es funktioniert, man muss ihn halt nicht einmal durchlaufen lassen, sondern zwei oder dreimal, aber der Honig ist danach mindestens um 1,5% hat er weniger Feuchtigkeitsgehalt. Das sollte man wissen. Ja. Und genauso wie ich immer ein bisschen entsetzt bin, dass es jetzt, dass es gibt Imker, die verkaufen zur jetzigen Zeit, also jetzt, Blütenhonig, der nicht kristallisiert ist. Also entweder irre ich mich, ich bin irgendwie zu doof dafür, dass ich das kapiere, oder. Also bei mir hier in der Gegend, ich weiß ganz genau, wenn hier jemand in meiner Gegend Blütenhonig verkauft, der nicht kristallisiert ist, um die jetzige Jahreszeit, dann ist da was faul. Da ist da was faul. Also dann hat der den mindestens ein bisschen erwärmt, ja? Ja, der Julian Schatz ja bringt maximal 1% Wassergehalt weniger, wenn überhaupt. Ja, Julian, aber wenn es einmal durchlässt. Das stimmt, ja. Lässt ihn zwei, dreimal durch. So. Auf jeden Fall nochmal kurz, bevor wir da jetzt wieder anschließen. Ihr habt es ja gesehen in meiner Community, ich mache ja da unten gerade. Ja, deiner ist schon kristallisiert. Der war ja schon kristallisiert, wenn ich ihn geholt habe, Julian. Ich habe da unten ja jetzt betoniert, ja, und der Kühlschrank, der da steht, der soll da mit rein. Da kommt ein kleines Honigverkaufshäuschen hin. So, das baut ein Kollege von mir. Da habe ich heute, also erst vor kurzem gerade, der hat gerade vor kurzem erst sein erstes Video hochgeladen. Sein allererstes Video, er ist noch ein bisschen schüchtern, er hat so ein bisschen einen Stock im Arsch. Wenn es mir einen Gefallen tun wollt, unterstützt ihn mal ein bisschen. Gibt's ein Abo, schaut's mal rein, gibt's ein Like bei ihm und weil es wäre nämlich nicht schlecht, dass ich mein Häuschen da unten bekomme, weil das ist auch so ein Videoprojekt von ihm, dass er zeigt mit diesem Videoprojekt, also in einem Videoprojekt, wie er mir mein Honigverkaufshäuschen baut. Ja, aber ja, ich darf ja nicht zu so viel verraten, sonst ja. So. Warte mal. Also, das Haus vom Jupp. Sieht schon geil. Ach so, jetzt mit der Beleuchtung, ja. Das sieht schon wirklich geil aus. Ja, es kommt noch was. Kai, es kommt noch was. Das ist nur der Anfang von der Weihnachtsdeko. Ja, der Dialekt, Michael, ist ein bisschen schwer zu verstehen von ihm. Es ist halt, er spricht so, wie er immer spricht, so wie ich jetzt, so wie ich normal auch spreche. Ja, oder Futterwaben am Buffet, der Sebastian sagt, das verdammt, das wäre jetzt, ich suche jetzt das Bild raus, weil mich fragen immer die Leute, woher ich erkenne, an einem Blick, ist es Honig oder sind es Futterwaben? Das erkennt man. Das erkennt man, man erkennt es nicht zu 100%, aber sagen wir mal, 90% lege ich damit absolut richtig. Jetzt warte mal, da müssen wir doch ein paar Bilder haben. So, schauen wir mal gleich mal. Ja, da gehen wir bei Amazon mal ein. Futter war, also nicht Futterwaben, Wabenhonig naturbelassen. Ja. Ich muss jetzt das irgendwie hinkriegen, dass man das nicht. Ja,
warte mal, ich muss das jetzt irgendwie hinbekommen, dass man nicht sieht, von wem das ist. Ja, weil das wäre blöd. Das wäre richtig blöd. Weil. Nein, 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 nein. Jetzt hätte ich beinahe den Stream beendet. Jetzt warte mal. Also ich kann gerade nicht sehen, was ihr seht. Okay, ich muss das Bild einzeln rausziehen. Okay, ich habe das Bild einzeln rausgezogen. Dann machen wir das Bild hier auf. So, gut. Sag mal. Ohne Graben. Ich suche jetzt einfach mal ein paar wahllose ein paar Bilder raus, dass man das mal sieht. Ja, weil mich fragen immer wieder, woher kennst du das? Woher kennst du das? Ich sage euch eins, das kennt ein Blinder. Das kennt wirklich ein Blinder. Dann ziehen wir uns das Bild raus. Scheiße, der hat seinen Namen da drauf stehen. Oh, sorry für die Ausdrucksweise. Das ist auch schön. Das klauen wir uns jetzt auch mal einfach hier. Da muss man spontan sein. Da. Ja, warte mal, ich will die gegenüberlegen. So. Und so, gut, jetzt kann ich hier umschalten, ohne dass man hier irgendwelche Namen. Ja, okay, hier sind keine Namen, hier sind auch keine Namen, okay, weil sonst nicht, dass wir nur Ärger kriegen. Das ist nämlich ein sehr interessantes Thema. Jetzt muss ich hier nur umschalten. Wo war das jetzt nochmal? Eieiei, in meinem Alter. Altes war. Nein. Doch. Doch, hier. Warte mal. Ich habe ja kein Greenscreen. Dann schiebe ich mich jetzt mal auf die Seite. Regie, kann man die Maus sehen? Ja, ich denke ja. Jetzt schaut mal hier auf der linken Seite, wo ich jetzt mit der Maus bin. Schaut euch mal die Verdeckelung an. Seht ihr das? Wie das verdeckelt ist? So komisch, so verschmiert, so. Ja, so. Einfach so anders. Ja? So. Bei dieser Wabe ist es nicht ganz so leicht zu erkennen, weil es ist alles so verschmiert. Das kann darauf hindeuten, dass eine extreme Massentracht herrschte. Aber wenn ich jetzt rüberrutsche, sieht man, nein, das war nicht der Fall. Hier am Rand sieht man richtig schöne Zelldeckel. Ja, sieht man richtig schöne Zelldeckel. Da ist in der Regel höchstwahrscheinlich ganz normale Tracht drin. Und hier in der Mitte, da würde ich jetzt mein linkes Ei verwetten, wenn da normaler Honig drunter ist. Da ist wahrscheinlich Honig mit dabei. Aber ich glaube, der Großteil ist Zuckersirup. Ja, da ist was zugefüttert worden. Und jetzt schauen wir uns mal die hier an. Die hier. Schaut so mal die hier an. Die ist richtig schön, alles schön verdeckelt. Seht ihr es? Schön verdeckelt. Also, so sieht der normale Honigwabe aus. Und das andere ist komischerweise das hier. Würde ich sagen, das ist nicht so illegal, nicht so, naja, die feine Art. Ich schalte euch mal wieder drauf, dass ich sehe. So. Okay, ihr seid immer noch bei der Diskussion, Honig erwärmt oder nicht erwärmt. Aber ich muss jetzt mal wieder alles wieder so machen, wie das gehört. So. So. Wow, jetzt habe ich da euch weggedrückt. Wo seid ihr? Ah, hier seid ihr. Knappe Kiste. Das war wirklich eine knappe Kiste. So, also. Ja, Julian, es gibt Leute, die mögen keinen kristallisierten Honig.
Ja, das verstehe ich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn jetzt zu mir jemand kommt und sagt, er will einen Blütenhonig, der nicht kristallisiert ist, ob ich einen Clan habe, sage ich, tut mir leid. Geht nicht, weil der Honig von Haus auf kristallisiert, außer ich erwärme ihn und dann ist mir wieder klar. Wenn der Kunde den Clan-Honig haben will von mir, dann muss ich ihm leider enttäuschen und muss ihm leider. Wenn er will, kann er kristallisiertes Glas mitnehmen, kann er sich selbst zu Hause im Wasserbad erwärmen und dann ist er klar. Aber ich will das nicht machen. Ja? Ich will das nicht machen. Muss es sein. Ja, Gärtner, was, Lars? Es kann schon sein, dass das die Struktur entsteht beim mehrfachen Wiederverdeckeln, aber in der Regel ist das bei normalen Honig nicht der Fall. Also achtet mal bitte drauf, wenn ihr eure Völker auffüttert. Schaut mal auf die Waben, wie das aussieht. Es sieht definitiv anders aus wie ganz normal bei einer Tracht, bei einer Massentracht, wenn die da verdeckeln. Vergleicht es einfach mal nur optisch, ohne irgendwie reinzuschauen. Es kennt man. Ja, das. Und spätestens, wenn man da mal den Finger reinsteckt und man einfach mal probiert, kennt man es auch. Also ich finde, es kennt man. Heutzutage ist das also Hauptproblem, dass viele Kunden gar nicht mehr wissen am Anfang, wie schmeckt echter Honig. Ja, wie schmeckt echter Honig? Ich bin da teilweise entsetzt, ja, wenn ich da, und das liegt ja nicht nur am Main, also der Honig von mir, sondern wenn ich einfach von Imkerkollegen den Honig mit anbiete und die probieren und sagen, boah, so. Das hat ja noch nie so geschmeckt. Also normalerweise sollte er immer so schmecken, ja. Also natürlich geschmacklich ist da schon große Vielfalt dabei, aber das, ja, es ist einfach anders, ja. Ja, Robinie bleibt auch noch flüssig. Aber ich habe halt leider, bei mir ist keine Honigsorte so rein, dass sie nicht kristallisiert, außer es kommt wirklich Waldhonig, aber dieses Jahr war halt gar nichts, ja. Ich habe mir mal verschiedene Honige im Laden angesehen. Viele werden zum Teil fest, die Gläser bleiben stehen. Ja. Also, ich persönlich, ich habe überhaupt kein Problem. Ich kläre die Leute auf. Die meisten wissen es gar nicht. Die wissen das nicht. Und wenn man die vernünftig aufklärt, dann muss man sagen, dann verstehen die das auch. Und die schätzen das auch wert. Also ich habe bis jetzt extremst selten, gut, ich hatte es mal, also extremst selten, dass ich jemanden habe, der dann sagt, nö, das mag ich nicht. Ich will den so erwärmt. Ich will den so flüssig. Die meisten, wenn man das denen dann erklärt, dass das ist ein Naturprodukt, ja, ja, dann die verstehen das. Die verstehen das und die merken dann auch, dass das, ich finde, das ist eine Vertrauenssache, ja. Wenn bei mir ein Kunde kommt und wünscht einen naturbelassenen Honig, ohne irgendwas zu erwärmen, ohne irgendwas reinzumischen, ohne irgendwas zu vermischen oder irgendwas derartiges, dann kann er sich bei mir zu 100% sicher sein, er kriegt es genauso, wie ich es aus den Waben habe. Das Einzige, was ich mache, ich muss ihn rühren. Ich habe aber auch mittlerweile Kundschaft, die liebt den grob kristallinen Honig. Ja? Also schleudern in den Eimer und einfach bombenfest werden. Da kannst du nicht mal mehr. Da musst du den Honig nicht im Glas abfüllen, sondern musst mit dem Messer rausschneiden. Ja, wie so ein Kelch. Ja, und dann so aufspießen wie Eis und dann ins Glas. Die lieben den so. Ja. Die wollen ganz explizit den genau so haben. Können sie haben. Kein Problem. Ich weiß halt nie, wie viel ich ins Glas reinbekomme. Ihr zahlt halt das, was drin ist und fertig. Für Tee ist es egal, ob Kristalle oder nicht. Da hast du recht, ja. Und ich muss feststellen, ich habe bei ganz vielen, und deswegen werde ich nächstes Jahr, dieses Jahr habe ich es nicht geschafft,
Nächstes Jahr werde ich da extra ganz explizit gleich im Gläser gehe ich gleich drauf ein. Ich habe dich gelesen. Nicht hin. Bielefeld, Regie, eben, was, Schatz? Zeitumstellung, also. Jetzt bin ich aus dem Konzept. Jetzt bin ich aus dem Konzept. Wo war ich? Ach, genau. Dass ich habe bei so vielen schon cremigen Honig probiert und habe natürlich auch von mir dann cremigen Honig mitgebracht. Und ich höre dann immer wieder: Wahnsinn, wie machst du das, dass der so cremig ist? Ich finde, das ist gar nicht schwer. Ich finde, das ist wirklich nicht schwer. Und aus dem Grund, ich will nächstes Jahr mal definitiv ein Video, wo ich euch das ganz genau zeige, wie meine Herangehensweise ist. Ich kann es euch ja erklären, aber ich zeige es dann in einem Video ganz explizit, wie mache ich meinen cremigen Honig und wie wird der, dass der so cremig ist. Der ist von der Konsistenz her, würde ich ihn vergleichen, wie Nutella oder so. Ja. So, dann schreibt der Immengläser Honey Mandel: Unterschied zwischen Version 1 und der aktuellen vom Andy. Lohnt der Umstieg, sonst würde ich das alte Teil aufbauen. Also, der Unterschied zwischen dem Teil 1 und Teil 2 ist beim Teil, also der größte Unterschied, der allergrößte Unterschied, rein technisch gesehen, nicht optisch, sondern technisch gesehen, ich denke mal, das interessiert dich, ist von dem neuen Honigabfüller, der heißt ja jetzt Honigabfüller. Der ist ja explizit vom Andy, der ist ja völlig überarbeitet. Man muss beim alten Honey Mandel musste man manuell etwas abschätzen am Anfang, wie viel Prozent soll sich der Hahn öffnen, dass nicht zu viel rauskommt, aber gleich auf einmal. Ja? Und dann musste man da, also mit ein bisschen Gefühl war das überhaupt kein Problem. Also ich benutze mein altes immer noch und bin auch sehr zufrieden damit. Das neue Honey Mandel ist der größte Unterschied, der übernimmt es vollautomatisch. Ob da jetzt ein flüssiger Honig drin ist oder ein bombenfester Honig oder meinetwegen Wasser, Wein, Schnaps oder egal was oder Sand, egal was, der öffnet den Hahn immer erst ein kleines Stück, schaut, wie viel kommt raus. Und der öffnet den Hahn so lange nicht weiter, bis unten was im Glas ankommt und messt dann nicht mehr rein das Gewicht, sondern der schaut, wie viel Gramm pro Sekunde, weil das kann man einstellen, Gramm pro Sekunde kommen im Glas an. Und je nachdem, dann öffnet er den Hahn ganz langsam immer weiter, bis die gewünschte Menge kommt. Und der merkt sich das dann. Der merkt sich das. Beim nächsten Glas öffnet er von Anfang an gleich auf den vollen Öffnungswinkel unter Umständen bei sehr cremigen Honig. Und man hat nicht mehr das Problem, dass das Glas überfüllt wird beim ersten Testglas. Das ist halt einfach besser. Dann, wenn er beim ersten Testglas 10 Gramm zu wenig macht, ist es auch kein Problem. Drückt man einfach nochmal Start, dann ist die Menge gleich passend. Also, das Gerät denkt einfach noch mehr mit für den Anwender. Wenn man jetzt einen Anwender hat, der da ein technisches Verständnis an den Tag legt, der kommt mit dem alten Honey Mandel tipptopp zurecht. Muss man ehrlich sagen, der kommt zurecht. Hat man da jetzt jemand, dass ich jetzt sage: Beim alten Honey Mandel zum Beispiel hätte ich jetzt nicht gesagt: Hey Anna, geh mal da runter, füll mal schnell 20 Gläser ab. Dann hätte ich ein bisschen mulmiges Gefühl. Beim neuen Honey Mandel bzw. Honigabfüller heißt er ja jetzt, würde ich sagen: Komm, geh runter, füll das schnell ab. Weil ich einfach weiß, der macht das ganz kontrolliert. Ja? Die Differenz von den verschiedenen Honiggläsern ist auch ein bisschen größer. Also die Gläser können noch mehr variieren und er füllt einen immer das Passende ab. Was gibt es noch für Unterschiede? Ja, also wenn man jetzt dann ins Detail geht, wird es schon noch expliziter. Also es ist, für mich ist das neue Gerät ist definitiv ist ein Profi-Abfüllgerät. Das ist Profiliga, weil man könnte sogar mit einem druckbasierten System arbeiten. Und dann geht da richtig was. Ja, das habe jetzt ich mal ausprobiert. Das geht wie Hölle. Da kann ich mit jedem Profi-Abfüllgerät locker mithalten. Also wirklich locker. Dann, was haben wir noch? So, was haben wir da noch? Was schreibt ihr denn noch?
Hast du eine Skizze von deinem Verkaufsladen? Ja, Herr Lumpenbienenstock? Nein, nein. Also mein Kollege hat gesagt, also er baut mir das für ein Videoprojekt. Er ist verdammt schüchtern und er braucht ein bisschen einen Tritt in den Arsch. Und er hat sich das relativ einfach gemacht und sagt, ja, wenn nicht genügend ist und so, dann muss ich halt noch ein bisschen warten. Und umso schneller das ist, umso schneller kriege ich mein Häuschen. Ich könnte mir das Häuschen auch selbst bauen, aber erstmal will ich ihm die Freude lassen und ich will mir selbst die Freude lassen, weil ich weiß nur, dass es 1,50 Meter auf 1,50 Meter wird. Also so bräuchte ich es in der Größe. Und den Rest weiß ich nichts. Ja? Und das soll natürlich der. Genau, wieso? Viele haben mich gefragt, hey, wieso tust du da einen Kühlschrank rein? Ja, ich will nur so einen kleinen Mini-Kühlschrank, weil da, ich will ja da keine hunderte Gläser reinstapeln. Erstens mal schon aus Diebstahlgründen. Gut, es kommt eine Kameraüberwachung hin, es kommt Leuchtreklame, Bewegungsmelder. Also ich will da schon ein bisschen was Besonderes machen. Ich will so kleine Glasvitrine reinmachen, wo man wirklich Naturwabenbau von den Bienen mal sieht. So ein bisschen aufklären über die Bienen. Und der Kühlschrank ist dafür da, dass ich im Winter da auch meinen Honig rausmachen kann, ohne dass er einfriert. Und im Sommer, dass er nicht zu heiß wird. Weil die ganz kleinen Kühlschränke, der hat jetzt den Vorteil, will ja keine Werbung machen, aber das ist ein uraltes Teil eigentlich. Aber der kann heizen und kühlen. Ja? Der kann beides und den stelle ich einfach auf eine Temperatur ein, was ich mir gern vorstelle. Und et voilà, kann ich den da draußen bei minus 15 und plus 35 Grad auch hinstellen, ohne dass ich da irgendwelche Probleme habe, dass mir ja das Zeug einfriert oder kocht. Das muss ich mal schauen. So. Ja, ich bin ja wieder da. Gut, bin wieder da. Was haben wir noch? Okay, da stelle ich auf den Tisch, wenn ich. Mein Hund, oh, ASMR, ASMR. Was, mein Mikro? Weil man sieht, ach so, muss ich, arr, nee, Schmarrn. Haben wir sonst noch was? Immen Gläser, super Dank für die Erklärung. Gerne doch. Ihr wisst ja, ihr müsst mich fordern, ja, ihr müsst mich fordern. Ich bin zwar ein Mensch, ich kann schon Vorträge halten, aber ich habe zu wenig Zeit, die vorzubereiten. Aber ich bin ein relativ sehr spontaner Mensch. Einfach raus mit den Fragen und ich schaue dann, was ich dann weiß drüber. So, da bin ich mal, Stefan. Ich alles andere Tage als Reini. Ja, okay, hast du recht. Rein erwähnt wird, ja. Meine Frau, die tut alles dafür, dass ich mein Häuschen da unten bekomme. Ja, also der Link, den da meine Frau reingepostet hat, das ist der Patrick, ja. Jupp, wird's bei Königinnenzucht nächstes Jahr ausbauen? Was heißt ausbauen? Ich werde halt wieder Königinnen züchten, ganz normal. Ich werde dieses nächstes Jahr versuchen, dass ich ein bisschen mehr Zeit habe für die Imkerei an sich. Und dann, ja. So, Jupp, wie sieht es milbentechnisch aus bei dir heuer, außer IBB? Sehr gut. Also, ich habe mit den Milben keinerlei Probleme, außer bei der IBB. Ja, die IBB ist, da kommt das Video, die ist leider, aber ich werde die neu besiedeln. Ich habe aus meinen Fehlern gelernt. Ich persönlich, ich
schiebe die Schuld auf mich. Erstens mal, ich habe das Fachwissen über die Bauart, über Luftzirkulationen, über Dämmwerte, über einfach über den ganzen Kubus. Und ich habe ja von Anfang an gesagt, da das wird ein Problem werden, ja. Das wird ein Problem werden. Ja, und ich hätte früher reagieren müssen. Und das habe ich nicht. Ja, aus dem Grund hat da die Varroa böse zugeschlagen. Natur, Kai, IBB, neu besiedeln, habe ich da was verpasst? Ja, Kai, also ich gebe mich ungern geschlagen, wenn ich weiß, ich kann es besser. Ja, wenn mich jemand geschlagen hat, in irgendeiner Kategorie und ich weiß, der war einfach besser, dann ist es okay für mich. Bin kein schlechter Verlierer, dann ist es okay. Aber ich weiß, ich habe es vorher schon abgeschätzt, ich habe es vorher gewusst und ich habe es trotzdem ein bisschen schleifen lassen. Erstens mal, weil es mir sowieso keiner geglaubt hätte, wenn es gesagt hätte, ja, passt schon, wir handeln die Völker wie alle anderen, dann passt es. Nein, also bei der IBB muss man wirklich ein bisschen anders behandeln. Man muss früher behandeln und unter Umständen vielleicht ein bisschen länger. Aber auf jeden Fall früher. Wenn es draußen noch sehr viel wärmer ist, dann bin ich mir sicher, funktioniert das Ganze auch. Ja, wer gewonnen hat, die Natur hat gegen mich, die Varroa hat gewonnen. Und ich sage es jetzt ungern, Kai, aber das ist das erste Volk in meiner ganzen Imkerei, dass ich durch die Varroa verloren habe. Und nein, da gebe ich mich jetzt nicht geschlagen. Das geht nächstes Jahr. Ich werde aber natürlich die IBB, dass es funktioniert, aufrüsten müssen. Ja? Eine Abonnentin von mir hat mir da ein Bild geschickt und ich werde wahrscheinlich genau dasselbe machen, wie die das gebaut haben. Ich werde einen Aufsatzkasten bauen, obendrauf auf die IBB, dass ich einfach auch wie ein Magazinbeute, ich kann die erweitern nach oben hin, ich kann die von oben her behandeln und das Ganze drumherum, dann geht da was, ja, dann kann man da vernünftig damit arbeiten und ich werde natürlich auch eine Bauanleitung machen, wie baut man das sehr einfach, ich lasse mir da was einfallen, dass sich das jeder einfach im Baumarkt zuschneiden lassen kann und dann zu Hause selbst zusammenspackst und dass es dann auch wirklich funktioniert, dass man da wirklich auch Freude damit hat und dass man Spaß damit hat. Weil Imkern ist wirklich ein verdammt schönes Hobby. Und ich lese halt meistens nur, wenn ich da bei Facebook, da sind nur Probleme, Probleme, Probleme. Ja, es sind viele Probleme, aber man kann alles mit Sinn und Verstand lösen. Und wenn man die ersten 2, 3 Jahre überstanden hat in der Imkerei und man hat das Prinzip verstanden, meinetwegen auch nach dem ersten Jahr schon, dann läuft's, dann läuft's. Natürlich kann man immer optimieren. Man kann da noch ein bisschen mehr Honig, man kann die Ableger noch schneller groß machen, man kann die Völker noch ein bisschen gezielter führen. Ja, das kann man. Ja, aber das ist alles was, wo ich sage, das ist die eine Sache und ich bin mehr so der Typ. Man kann an alles optimieren, aber man muss das Ganze, ja, das muss Spaß für nicht nur für. Das muss den Tieren passen und es muss mir Spaß machen. Ja. Was, wenn ich von der Arbeit in der Nähe bin, musst du aber Met reinmachen, Jupp. Gerne, kriegen wir hin. Also in das Verkaufshäuschen, also wenn du vom Verkaufshäuschen redest oder wenn du zu mir kommst. Also kriegen wir beides hin. Also Julian, ich finde ja, das Vernebeln ist ja nicht so, dass ich das erste Mal mache, ja. Ich finde das System wirklich genial, aber zur Hauptbehandlung ist es, bei mehreren Völkern ist es mir einfach und immer noch zu viel, ja, Arbeit. Da werde ich bei der Ameisensäure bleiben, weil ihr habt es ja in den Videos gesehen, ich habe mit der Ameisensäure überhaupt keine Probleme, ich habe fast keine Brutverluste und es läuft, es funktioniert. Und ich glaube, das kann auch der Kai, der Nordbiene, bestätigen. Er sagt es ja selbst, man hat unter Umständen große Brutverluste.
Aber die Völker erholen sich tipptopp daraus. Das ist, die steigen auf wie der Phönix aus der Asche und oftmals ist es gar nicht mal so schlecht. Ja, es hört sich jetzt böse an, aber es gibt Leute, die schneiden das ganze Jahr Drohnenbrot, ja, und schmeißen die in den Müll. Deswegen, ich verstehe immer den Widerspruch nicht, ja, ja. Ich kenne so viele Leute, die sagen, boah, was du? Du machst Ameisensäure, oh, da verlierst du ja die Hälfte der Brut. Ja? Das sind drei Waben. Und das sind aber komischerweise genau die Leute, die im Jahr 15 Mal Drohnenbrut schneiden. Habe ich irgendwas verpasst in meinem Leben? Aber naja, das ist so. Ja. Ja, Bavarian Biene, ich bin fürs Verbrennen oder er verbrennt Zeit und Geld damit. So, mit der IBB? Nein. Ich kann euch jetzt sagen, wieso ich das mit der IBB nochmal angehe. Ich habe den Leuten da draußen gesagt, ich helfe ihnen, das mit der IBB, die, wo die Kiste haben, ein bisschen leichter zu machen. So ein Stück dazu beizutragen, dass es. Ein Stück habe ich ja dazu schon gebracht, unter Umständen, dass ich Leute gezeigt habe, hey, Imkern ist ein schönes Hobby, aber wieso sollte ich mir jetzt diese Kiste zulegen, wo es einfach viel umständlicher ist, wenn ich es mit einer anderen einfacher haben kann. Ja? Und einfach das Finale, die Varroa-Behandlung, hat nicht reibungslos funktioniert. Und ja, ich habe ja schon überlegt, ob ich dann in mein Honigverkaufshäuschen die IBB hinstellen soll und soll da, also kann da so ein Schaukasten draus bauen. Aber dann würde ich ja wieder Werbung machen, dass ich sage, oh, Schrin, der hat so eine Kiste, das funktioniert. Nein, also, wenn ich das mache, stelle ich da eine richtige Beute hin. Was? Der Patrick ist da. Der GP. Ja, also da ist der Kollege. Jetzt habt ihr ihn anscheinend nicht aufgeweckt. Jetzt ist er wahrscheinlich ein bisschen geschockt von den Zugriffen. Dann machen wir doch gleich mal einen Booster auf. So. Wie es für eine Sparschwein-Party beim Handy hoch. Ja. Nee, aber. Ich bin es denen schuldig, dass ich da die Ameisensäurebehandlung einfach mal richtig zeige. Und ja. Margarete Schmidt-Wilken, ich bin dein fünfter Abonnent. Ja, Margarete, du bist, also Margarete, du bist wirklich überall. Überall. Also Patrick, ich kann da sagen, die Margarete, wenn du dir warm hältst, ja. Das ist einer der treuesten Fans. Die Margarete ist der Wahnsinn, ja. Die ist immer und überall dabei und sie näht richtig geile Quilts. Wo ich jetzt, aber bevor mich alle anderen töten, ich persönlich finde ja sowieso, dass ja, ich weiß nicht, wie es euren YouTube-Kanälen so geht, aber ich habe definitiv die geilsten Abonnenten ever. Ja. Da gibt es nichts. Tut mir leid für euch, also tut mir leid, Tumpfi, für deine Abonnenten. Aber, ja. Ja, das ist halt so, ne? Stimmt. Nee, also ich muss wirklich sagen, das, was ich immer wieder höre, so viel Hate und so, muss ich sagen, in der Imkerei, natürlich gibt es immer so ein bisschen, aber. Rein abonnententechnisch. Also ihr seht ja, ich lösche ja keine Kommentare, ja. Und das ist, brauche ich gar nicht. Ja, ihr dürft natürlich also auch bei anderen schauen. Warte, ich muss es freigeben.
Biene, meins, deins, Buck ist für uns alle da. Nein, kenn ich, Buck. Irgendwas sagt mir das schon, aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also Patrick, wenn du jetzt schon da bist, also die Leute haben schon gefragt, ob da eine Skizze schon existiert vor dem Häuschen oder ne? Weil das müssen wir detailliert machen, gell, das Video, weil ich glaube, da sind andere sehr interessiert daran. Bavarian Biene, du bist so ein Boshafter. Du bist wirklich was? Ich organisiere die Sau, wer macht den? Sebastian B. Ja, müsste man sagen, dass ich einen Spossau-Grill vorbereite, ja? Aus welchem Holz wird's Häuschen? Ich denke mal Fichte. Der Vorteil ist ja, wir arbeiten. Er war früher mein Lehrling, ja. So, Karl, ich habe zweimal Blockbehandlung mit Oxalsäure vernebelt und es fallen immer noch Milben. Muss ich noch eine Blockbehandlung durchführen? 4 bis 5 Milben pro Tag. Pro 2 Tagen. Da hast du eine relativ hohe Belastung. Wir haben jetzt schon ja November eigentlich. Idealste wäre, wenn du weißt, wenn jetzt dann die Völker brutfrei sind, wenn du dann träufelst, dann sind sie also die Restentmülbung durchführst. Das wäre eigentlich so das Beste, ja. Ah, gesunde Biene, glückliche Biene, zum Thema Honig klären. Hast du einen Honigsumpf oder benutzt du ein Doppelsieb? Ich benutze ein Doppelsieb. Also, ich habe jetzt einfach, ja, ein Doppelsieb. Ich habe zwei Siebe übereinander. Eins davon ist flach, eins davon ist rund. Ich benutze keinen Spitzsieb mehr. So einen zu feinen Sieb benutze ich nicht mehr. Der ist mir fast zu fein, ja. Echt, Patrick, du machst morgen ein Video, wie das Häuschen wird. Aber Patrick, probier es mal ein bisschen mit nur ein Tick Hochdeutsch. Oder mal Frage an die Community: Wollt ihr Hardcore Bayerisch oder gediegen? Also so wie ich jetzt oder ja? Hm? Genau, Tumfi, das ist auch meine Meinung. Ich will den Pollen eigentlich ungern rausziehen. Ja. Hannes, authentisch bleiben und bayerisch. Ja, das ist nicht mein Kanal, ja. Patrick soll bleiben, 100% so, wie er ist, 100% real. Ja, also so 100% real. Ich weiß nicht, ob das dann immer so auf YouTube so ideal ist. Patrick, also das Fluchen ein bisschen minimieren, das Fluchen ein bisschen, ein bisschen. Warte mal. Ich habe 10 Jahre Schwäbisch überlebt. Schwäbisch. Jupp, das wird er mit der Zeit herausfinden. Genau, das sage ich auch, Margarete. Wahre Worte. Wahre Worte. Man muss einfach anfangen. Man muss ein. Aber ich kann euch sagen, dass der Patrick, er war ja mein Lehrling, ja. Der Patrick ist, wie soll ich sagen, er ist eigentlich ein hochintelligenter kleiner Zipfelgatscher. Ich darf ihn nicht zu verloben, er hört ja mit. Er hat bloß also Zeit drin gehabt, da hat er halt einfach mal ein bisschen faul, ja. So eine Rebellionsphase, so ein bisschen, aber er ist normal. Aber rein fachlich gesehen ist er wirklich sehr gut, ja? Ich würde ihn ohne Probleme mittlerweile jegliche Arbeiten überlassen.
So, dann jetzt warte mal, ich muss das lesen. So, jupp, das Violett Pixels, neue Themenidee. Wie sehr ärgert dich Honig, der etwas Bitteres hat im Geschmack? Gar nicht, eigentlich gar nicht. Ärgert mich persönlich gar nicht. Ich sage immer, solange der Honig so ist, wie ihn die Bienen gemacht haben. Also wenn er jetzt bitter wird, weil ich irgendwas gemacht habe, dann wird es mich ärgern. Wenn das einfach so das ist, weil es so ist. Ja, zum Beispiel, wer hat mir mal den Honig geschickt? Der Edelkastanie, oder war das? Das war Edelkastanienhonig. Ich mag den, also mir schmeckt der Edelkastanienhonig überhaupt nicht. Das Bitterne, ja, ist überhaupt nicht. Ich kenne aber Leute, die lieben den, ja. Die, aber so ist es und ich glaube, für jedes Produkt gibt es ja den richtigen Kunden. Und ich glaube, wenn man da ehrlich vorgeht und selber nichts dran dreht, sondern man spricht mit den Leuten ehrlich drüber, man macht vielleicht auch mal so Geschmacksgläschen, also so ganz kleine Gläschen abfüllen, wo die Leute auch mal probieren können. Dann findet sich für jeden ein Kunde. Der Philipp, genau. Der Philipp war es. Und der hat auch das Öl, das Kürbiskernöl. Und das zum Beispiel liebe ich mittlerweile. Also das finde ich, das kannte ich vorher gar nicht. Also habe ich noch nie benutzt. Und das mittlerweile, ich liebe das, ja. So. Familie Bleiche, der Marco ist da. Ja, also Patrick, der Marco ist einer, der baut alles selber. Alles. Ja, also, aber Marco, jetzt hast du dann harte Konkurrenz. Harte Konkurrenz. Aber genau, meine Frau sagt es gerade, Patrick, es gibt ein Ding. Also im Bauen bin ich mir sicher, können wir mit Marco mithalten. Aber es gibt ein Thema, das schmerzt mir immer noch im Herz. Weil es, und es freut mich ja, mein Wikingerblut, also wer hier von den Leuten mal das weltbeste Wikingerblut, also dem Met Wikingerblut und mit Abstand im Universum das Beste probieren will, der schaut bei Marco in seinem Shop vorbei und holt sich da mal ein Fläschchen, ja? Wikingerblut. Ich sag's euch, ich sag es euch. Also ich, wenn da zu viel hier hätte, ich wäre schon Alkoholiker. Ja. Wir wären Untertitel auch super. Schön dich zu lesen. Oh Gott, habt ihr bestimmt. Der Marco. Marco, wie schaut's denn aus? Weihnachtsverlosung, würdest du eine Flasche Wikingerblut spenden? Ich frage dich jetzt einfach so mal direkt. Ja. Würde mich sehr freuen. Du musst sie mir nicht herschicken, sondern ich würde auch den Versand übernehmen, wenn du willst. Der Gewinner und du schickst dem Gewinner so ein Fläschchen von dir. Ja. Das Zeug ist ein Traum, ich sag's euch. Ich nicht so gern mochte, den habe ich dann in der Küche verwendet, beim Kochen oder für Salatdressing. Genau, Margarete. Dass unser Honig dieses Jahr eine leichte Zitrusnote hat, muss aber sagen, schmeckt mir sehr gut. Zitrusnote, das haben wir auch schon gehabt, gell? Das habe ich, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr hatte ich das. Da war das richtig zitronig, der Honig. Ich kann da aber leider nicht sagen, was das war. Was den Einfluss. Letztes Jahr zum Beispiel war mein Honig so richtig würzig, ja, so richtig. Er war fruchtig, eher so in die Orangennote rein, aber irgendwie würzig. So. Gabriele, das Wikingerblut ist ausverkauft. Wie Marco? Das Wikingerblut ist ausverkauft.
Ja, Marco, jetzt hätte ich schon gedacht, du. Also, der Marco hat noch ein paar hundert Flaschen fertig. Ja, also, ich muss jetzt definitiv, Marco, ich werde jetzt nochmal wieder einen bestellen bei dir, weil. Ja, meine Frau sagt 5-Liter-Kanister, nehmen wir. Das ist so das Richtige für uns zwei beim Fernsehen schauen. Ja, haben wir uns mal 5 Liter hinter die Kiste. Also, wir bestellen mal vor Honigvideo vom Schleudern, Abfüllen, wie lange stehen lassen, wann wie rühren, welches rühren, für normal Geldbeutel mit Impfen, mit ohne Impfen, cremig abfüllen. Petra ist genehmigt. Das ist auch so ein Thema. Moment, Shop verdattelt. Ich setze welche rein. Ja, Marco, das könnte schon alles, ja, aber passt auch so, so ist wenigstens ein bisschen was da. Aber Petra, das mache ich dir fertig und ihr wisst es sowieso, weil viele haben mir gesagt, wie zum Beispiel, ich hätte jetzt zeigen können, automatische Entdeckelungsmaschine, dann hätte ich zeigen können, wie so eine Honigfertigungsanlage, so richtig. Thomas Schlachter, du bist ein Schatz. Lindenblüte. Jetzt, wo du das sagst, fällt es mir wieder ein. So ein alter Imker hat mir das nämlich damals auch gesagt. Der, also, so ein alter Imker, der Berufsimker, der gleich bei mir da drüben ist, der da zig hunderte Völker hat. Und mit dem habe ich drüber gesprochen und der hat zu mir auch gesagt, das ist Lindenblüte. Wenn zur normalen Tracht, Blütentracht, die Linde damit einschlägt und dann wird es so zitrusmäßig. Das war nämlich richtig gut. Auf jeden Fall hätte ich zeigen können. Ich werde es auch irgendwann mal in der Zukunft, werde ich euch das zeigen. Ich werde auch eine Honigtrocknungsanlage mal zeigen. Einfach, dass man sieht. Aber ich bin halt so der Meinung, wieso soll ich euch die ganzen Hightech-Geräte zeigen, die teilweise für den Hobby-Imker absolut uninteressant sind, die unbezahlbar sind. Was heißt unbezahlbar? Das sind zwar bezahlbar, aber es ist Kosten-Nutzen steht in keinem Verhältnis. Wie zum Beispiel der Marco hat sich ja jetzt den Abfüller gekauft. Ich finde den richtig interessant. Ich finde das Teil richtig genial. Aber Marco, ich habe das in einem Video gesagt, ich finde jetzt das neue, den Abfüller vom Andreas, für mich persönlich interessanter, weil ich keine Schläuche habe. Ja? Ich habe weniger, weil ich ja nicht die Mengen an Honig abfülle. Ich habe ja die Menge nicht. Habe ich jetzt die Menge wie der Marco? Ja, dann ist das, sieht das Ganze anders aus. Ja? Der hängt da den Schlauch in den Eimer, in das Fass und dann gib ihm. Ja? Aber wann fülle ich 200-300 Gläser Honig ab? Ich weiß nicht, Marco, wie viel das du so abfüllst, aber ich tippe mal, dass du für so einen Durchgang, wo du abfüllst, schon mal da 150 Kilo durchlässt. Jochen, ja, also mir hat das auch sehr gut geschmeckt. So, Marco, der Marco hat wieder rein, jetzt könnt ihr wieder mit. Wieder. Also Wikingerblut. Der Wahnsinn. Also meinetwegen, Marco, kannst du alle Produkte rausnehmen. Alles für den Wikingerblut. Alles, weil das ist. Ich habe es ja selber schon probiert, Met zu machen. Ich probiere, ich mache alle Jahre ein bisschen Met. Ja, ich kenne auch einen, der macht hauptberuflich verkauft Met. Der hat keinen schlechten Met. Muss man auch sagen, der hat einen guten Met. Aber so wie der Marco den anscheinend macht, das ist der Wahnsinn. Jupp, da bleibt nicht mal ein halbes Glas in der Maschine. Okay, das hört sich gut an. Das hört sich gut an. Das hört sich wirklich gut an, weil ich fülle meistens so, ja, maximal 100 Gläser pro Durchgang. Ja. So. Das fülle ich so ab. Aber im Durchschnitt, ja, sind so 25 Kilo. 25 Kilo, die ich dann abfülle und dann. Met nach US-Behandlung ist das Beste im Winter. Ja?
Ja. Ja, das Problem ist bloß, am Markus, sein Met, der hat auch ein Problem, da sind die Flaschen so schnell leer, ja, die sind einfach, da ist gleich wieder Luft drin. Jetzt muss ich aufhören zu schwärmen, sonst die nächste Stufe der Heiratsantrag. Mal ganz was anderes, Empfehlungen für Honigetiketten. Schatz, wo ist denn das Schild? Okay, dann mache ich extra Video. Ich habe nämlich ein paar Firmen angeschrieben, ob die mir nicht für die Weihnachtsverlosung ein bisschen was schicken wollen. Und so weiter. Und da haben wir da ein paar was geschickt mit Etiketten und. Also eine Firma hat mir da was geschickt. Warte mal. Imkerkleidung, nee, oder? Nee. Wabenprofi. Bienendruckerei.com ist es. Das sind die einzigen, die mir geantwortet haben. Und die haben richtig schöne Dinger, ja. Und auch bezahlbar. Das ist halt immer das Problem. Das ist meistens das Problem. Findet man ein Produkt, das wirklich. Aber da muss man ein bisschen abwägen, weil ich muss sagen, wenn ich jetzt ein sehr schönes Etikett habe, was wirklich so einfach das Ganze ein bisschen aufwertet, das steigert natürlich auch den gesamten Produktwert etwas. Und dann kommt es darauf an, in welcher Gegend ist man. Das kann man ja auch nicht so pauschalisieren. Ja. Bin ich jetzt in so einer Dorfkindgegend, hört sich jetzt blöd an, ja, so wie ich jetzt auch bin, denen ist das Etikett sowas von scheißegal. Aber sowas von scheißegal. Da zählt wirklich nur, was ist da drin und wie schmeckt's. Ja, der Rest ist egal. Also so meine Heimat ist es, da ist es. Wirklich, was ist drin? Schmeckt's? Egal, dann wird es gekauft. Und da gibt es halt andere Gegenden, da geht es halt wirklich nur nach Optik, nach Aussehen und ja, das ist. Jan Altenburg, wie macht man denn selbst Etiketten? Ja, Jan, einfach am PC sich welche entwerfen, zeichnen, mit Grafiken übereinanderlegen. Dann holt man sich einen Etikettendrucker und dann druckt man seine Etiketten selbst. Man kann die aber natürlich auch auf ein normales Papier drucken und dann ausschneiden mit einem Schneider und dann mit, ja, weiß ich nicht, mit Milch und alles Mögliche ankleben. Marco, du darfst gerne auch einen Link hier reinsetzen von deinem Video. Jetzt müsst mich schon kennen, auf meinem Kanal ist Freiheit, ja. Weil habe ich zum Tumpi immer gesagt, gelobtes Land, ja, Tumpi. Bei Bienendruckerei gehen auch eigene Entwürfe, ja. Richtig, Wolle Honig, da hast du recht. Man kann bei den meisten selbst was rein. 50 Cent Bienenfranky, teilweise sind Preise über 50 Cent pro Etikett. Ja, das ist ein bisschen heftig. Also das ist ein bisschen heftig, ja. Das wird ein Spaß, wenn wir das Wort Manufaktur in Bezug auf Imkerei und Honig verbieten. Ja, das haben viele im Namen. Außen hui, innen geht's auf pui pui, wie bitterer Honig. Ja, Violettpixels, ja, da hast du recht. Da gibt's wirklich viele, kenne ich viele. Aber ich kann euch sagen, auf Dauer wird sich die Qualität immer durchsetzen. Immer. Immer. So. Was, Marco, da bist du zu blöd für den Link? Also, falls jemand von euch den Link kennt und findet, ich kann bloß gerade selber, oder warte mal, ich schau. So, jetzt warte mal. So, warte mal.
Schauen wir mal. Na, 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 na. Okay, wie ist das alles hier? Okay, da füllt der Marco ab. Ja, ich glaube, das ist alles. Gleich, hab's gleich. So, jetzt müssen wir das mal suchen. Bienen im Krei. Videos. Ein neues Firmenschild entsteht, habe ich da. Jetzt, wenn ich wüsste, wie das Thumbnail aussieht. Sieht man da irgendein Etikett? Warte mal, ich rutsche mal rüber da. Wenn ausprobiert habe, nicht wirklich mein Fall. So. Live, freue mich auf euch. Marco, hilf mir, wie heißt das Video? Neue geeichte Waage. Was war das? PC-Bildschirm. Okay, ich suche. Lecker mio meter, Marco, du hast ja auch schon mittlerweile. Also, das heißt, du hast ja eh, du mittlerweile. Du hast ja auch zig Videos. Okay, ich muss wieder nach oben. Ich muss wieder nach oben. So. Etiketten selber machen, okay. Im Verbleib, Etiketten. Jetzt pass mal auf. Okay, hab's gefunden. Hab's gefunden. 2018. So, dann müssen wir es hier rüber machen. Matze, jetzt, was ist jetzt mit 5 Milben Fall pro Tag? Also ich würde nochmal behandeln. 5 Milben pro Tag sind zu viel. So. So, hab's. Gerne nach Skandinavien, ist ja nur 70 Kilometer entfernt, Deutschland oder im Vergleich, da macht die Augen auf. So. Willkommen. MAQS. Mr. B braucht Rohmaterial, Mr. GP. Hä? Hey, Mr. B. Ah, du meinst mich? Ja, ich mach dir einen Brandstempel. Ich mach dir einen Brandstempel. Mach keine Panik. Seit wann bin ich der Mr. B? Ja, ist direkt überlegen müssen. Da gebe ich dir absolut recht. Und wie Oxalblock verdampft in Austria. Ja, Matze, ist die schonendste Art. Und Blockbehandlung lassen wir einfach mal weg jetzt mal so im Zusammenhang, aber ja. Nächste Woche ist er fertig. Ja, Mr. GP braucht ein geiles Logo. Tumpfi, das wäre jetzt für dich ein Auftrag da. Das ist eher so deins.
Ja, dann ist aber ist Häuschen nächste Woche auch schon fertig. Die 100 Abos schafft man bis nächste Woche locker. Ja? Jochen, es kann auch Nektar von Zitronenbäumen sein. Also bei mir ist der Zitronengeschmack nicht von Zitronenbäumchen, weil es sind keine Zitronenbäume in der Nähe. So. Werde es im Auge behalten und hier beim Jupp berichten. Was? Jochen, bei mir gibt es sehr wenig Linde und fast gar keine Majoran, darum kann ich da nicht mitreden. Also Majoran gibt es bei mir hier auch eigentlich gar nichts. Wirklich gar nichts. Marco, wieso? Danke. Selbstverständlich, ja. Ja, wir tun alles für Wikingerblut, ja. Ich kann auch im Dorf nur eine Jungfrau suchen. Ja, zum Opfern. Wird in der heutigen Zeit etwas schwierig, aber ja, kriegen wir hin. Nee, also die, wo meinen Kanal schauen, regelmäßig und immer, die wissen ja. Also ich will euch nichts andrehen oder sonstiges. Mir geht es nicht darum, dass ich euch irgendwas aufdränge, sondern wenn ich euch was zeige, dann zeige ich euch das, weil ich das selber halt einfach gut finde. Ja? Ich kriege da nichts dafür, was da viele glauben, dass ich da, weiß ich nicht, mit was überschüttet wird. Nein, ich mache das einfach, weil es mir Spaß macht und weil ich selber gut finde. Ja. Und ich finde, wie gesagt, den Abfüller, wo der Marco hat, ich finde den sehr interessant. Und jetzt, wo er gesagt hat, da bleibt vielleicht ein halbes Glas zurück in der Maschine. Da muss ich fast überlegen, ob man das Ding nicht noch genauer anschaut. Ja. Einfach nur zum Zeigen, weil das wäre Preis-Leistung, wäre das Ding ja auch nicht schlecht. Ist wirklich. Aber jetzt nächstes Projekt ist ja Bilogger. Bobola. Ist ja das Teil hier. Ist ja der Bilogger. Da bin ich schon richtig heiß auf die Waage. In 4 Wochen ist er. Patrick, du weißt schon noch, dass ich in dem Häuschen noch Regale reinbauen muss und Schränke und Beleuchtung und ja, bau mal nicht so einen Druck auf. Ja, bau mal nicht so einen Druck auf. Ja. Ja, aber ich freue mich schon auf das Häuschen ohne Ende. Und ich habe auch schon angekündigt, das ist jetzt auch was Untypisches für den gesamten Markt, Honig- und Imkermarkt. Aber für mich persönlich ist es nichts Unübliches. In diesem kleinen, in dem Häuschen gibt es nicht nur meinen Honig, ja, sondern auch okay, Marco, sondern auch von Imkern, die ich persönlich kenne, wo ich weiß, das passt. Auch die dürfen da, wenn sie wollen, ihren Honig mit reinstellen zum Verkaufen. Ja. Weil ich habe, glaube ich, von der Lage her ist es schon sehr gut, wo ich hier bin. Hier gehen im Sommer wie im Winter Hunderte, zig Hunderte Leute vorbei und nicht nur Einheimische, also der Großteil ganz viele Touris. Ja. Und ja. Und ich will ja den Leuten auch ein bisschen was bieten, ja. Das soll kein so ein typisches Verkaufshäuschen sein. Was ist das? Irgendwo zu sehen? Ist Markus Abfüller irgendwo zu sehen? Ja, natürlich. Markus, sein Kanal.
Schau da einfach mal vorbei. Der hat sich vom AliExpress oder so das Teil bestellt. Marco, wie viel hat es gekostet? Ich weiß es nicht mehr. Also es war auf jeden Fall im Vergleich zu dem, was es normal kostet, das ist ein Bruchteil davon. Das ist wirklich ein Bruchteil davon. Und das ist eine Abfüllanlage, die mit Schnecke, also mit den Zahnradpumpe funktioniert. Also es ist im Prinzip unabhängig, ob der Honig flüssig oder cremig ist. Er wird immer gleich abgefüllt. Immer gleich. Und ja, eine Kombination aus dieser Zahnradpumpe und dem Honigabfüller vom Andreas, ich sag's euch, 475 All in. Ja, okay, so ja. Da wäre jetzt interessant, Marco, ob es die Zahnradpumpe einzeln gibt, weil das teuerste an den Abfüllern ist ja immer die Zahnradpumpe. Und wenn es die jetzt noch einzeln geben würde, weil ich weiß, dass der Andreas das kombinieren kann, also weil der, ich weiß, dass es dem Gerät von mir egal ist. Kerstin, ich habe bei Aldi letztes Jahr 500 Gramm für. Ja, da wollte ich auch was ansprechen. Ich find's fast erschreckend. Ich habe mich einmal so ein bisschen erkundigt wegen Honigtesten. Ja? Honig testen lassen. Ja? Und wisst ihr, was das Geilste daran ist? Also, ich bin ein bisschen schockiert, dass im Honig-Testprogramm, also wenn man so einen Honig testen lassen will, im Import oder Export oder im Verkauf, im industriellen Verkauf oder sonstiges, also das, was man so hier überall kaufen kann, ganz normal, wenn der Honig getestet wird, dann wird Saccharose nicht mitgeprüft. Saccharose wird rausgenommen, weil mittlerweile ist der Grenzwert für Saccharose, weil es ist ja auch Saccharose im normalen Honig auch dabei, also der Haushaltszucker, und das darf 5% darf es haben. 5%. Es gibt ein paar Honigsorten, da ist der Grenzwert höher, bei anderen ist es ein bisschen niedriger, aber 5% ist so der Durchschnittshonig. Aber das ist ja okay. Aber es wird nicht geprüft. Wenn du jetzt einen Honig einschickst und sagst, komm, ich mache jetzt eine große Spektrumsanalyse, ich will alles wissen, dann wird alles geprüft, außer Saccharose. Wenn du das haben willst, ob das gestreckt ist, das Zeug, musst du separat das beantragen, dass nur das geprüft wird. Und das kostet um einiges mehr wie eine normale Untersuchung. Und das finde ich schon ein bisschen merkwürdig, ja? Also sagen wir es mal so, ich finde es ein bisschen merkwürdig, wieso das so ist. Ja? Danke, schaue ich gleich anschließend und dann bestelle ich auch einen Kanister. Also im Gläser, das Wikingerblut ist wirklich, boah. Ja, ist auch so ein Ding. Finde ich einfach gut, das Zeug. Ich finde das einfach gut. Was kann das sein? Im Umkreis waren weder Tannen noch Douglasie zu sehen. Jan Altenburg, was ist ein Bilogger? Das ist Bienenstockwaage. Das ist eine Waage, die funktioniert. Warte mal. Also ihr kennt ja die Waage, die ich gebaut habe. Das funktioniert über ein Raspberry. So, die Waage, die ich gebaut habe, ist sehr genau, also die ist sehr exakt von den Werten und allem drum und dran. Der größte Nachteil ist, dass die einen relativ hohen Stromverbrauch hat. Ja? So, und dann gibt es halt noch den Bilogger. Der Bilogger, der funktioniert mit so einer kleinen Solarzelle und einer kleinen Akkubatterie. Und läuft damit monatelang, monatelang, autark, ganz alleine vor sich hin. Der Nachteil ist beim Bilogger, dass die Temperaturkompensation nicht ganz so exakt ist, aber es funktioniert sehr, 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 sehr gut. Und prinzipiell ist ja die Temperaturkompensation, ja, es wird ein bisschen hochgebauscht. Ja, es wird ein bisschen überzogen.
Zu wenig Platz für ein Häuschen. Ja, Dumpfi. Aber ich glaube, dass für Hobby-Imker so ein kleiner Verkaufsschrank und so. Immengläser, hey, Dumpfi, lass dir mal das Bild von meinem Verkaufshäuschen vom Jupp zeigen. Hast du mir eins geschickt? Jetzt bin ich ein bisschen. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. So, ich schau mal, ich schau mal. So. Was? Bitcoin-Zahlung akzeptiert. Ihr Guthaben beträgt 71.155 Euro. Ja, wenn du das glaubst. Mein Gott, nein, ich klicke da nicht drauf. Weil wenn ich so viel Gold hätte. Hey, und das in Bitcoins auch noch. Also gelöscht. In den Junk-Ordner damit. Adresse. Jupp, habt ihr das Bild von meiner Uhr per Mail gesendet? Oh, jetzt wird es schwierig. Hast du mir das schon, ist das schon länger her? Ich habe da schon was im Kopf. Aber ich weiß nicht, ob das du bist, weil ich krieg hin und wieder sehr, 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 sehr viele E-Mails. Nein, das ist nicht. Warte mal, warte mal. Nein, das ist es auch nicht. So. Nee, ich find's nicht. Tumpfis Kanal, nimm halt einen Bauchladen, der braucht nicht so viel Platz. Ich glaube sogar, dass so ein Bauchladen, wenn dass es eigentlich gut geht. Also bei uns auf den Flohmärkten, da würde ich behaupten, wenn du in Regensburg am Tultplatz ein Ständchen oder einen Bauchladen bekommst mit einem halben Quadratmeter, dann verkaufst du auf 2, 3 Stunden ein paar hundert Kilo Honig. Ohne Probleme. Also wirklich ohne Probleme, weil bei uns hier ganz viel Kunden wirklich Wert drauf legen auf wirklich naturbelassene Ware. Also wenn die wissen, wenn, vor allem wenn du ein klein bisschen einen Namen hast, dass sie dich, dass die dich kennen, dann. Also der Bauchladen wäre nicht lange schwer. Ja, das wäre ruckzuck weg. Ja, und Bauch hätte ich ja genügend Fläche, ne? Also. So. Ich habe immer noch nichts. Aber ich weiß jetzt, von was er redet, aber ich finde es nicht. Oder habe ich das extra gespeichert? Das kann auch sein, dass ich das extra separat abgespeichert habe. Honigwein. Brutflächenberechnung, nein, Margarete, Tumpfi, Frankel, Nils, Josef, Stefan, Daniel, Tamo, Umol, oh, das sind mittlerweile, das ist heftig. Ja, also ich glaube, dass du bei uns, Marco, mit den 30 Gläsern wahrscheinlich nicht mal hochhebst, dann ist er weg. Also das ist wirklich heftig, das ist wirklich heftig.
Ich kann es nur immer wieder sagen, wir waren letztes Jahr waren wir am Flohmarkt, Börschatz. Da war so ein alter Opa mit so einem Opel Kadett. Ja, so richtig. Danke, Gessler. So ein richtig Klassiker, ja. Da hat man angeschaut und gesagt, das ist ein Imker. Das ist ein Imker. Und der hat seinen Kofferraum geöffnet. Da hinten stand alles voll mit Gläser, also wirklich alles voll. Dann hat er sich so einen kleinen Tisch hingestellt, der war vielleicht so breit. Der hat den Turm, hat er so ein bisschen einen kleinen Turm aufgestellt. Wir sind einmal rumgegangen, dann war der leer. Leer. Der hatte nichts mehr. Die haben den komplett ausgekauft, ja. Was? Ganz dünnes Eis? Staatsanwaltschaft, nee, brauche ich alles nicht. Naja, also Kai, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Ich finde jetzt so schlimm ist es auch nicht. So, jetzt komm. Hast du mir das? Ja, per Mail, aber ich habe nichts. Oder es lädt noch. Jetzt? Da haben wir es doch. Genau, ich habe doch gesagt, ich kenne das. Habe doch gesagt, das kenne ich. Der Jochen hat gesagt, das dürfte man zeigen. Das ist auch ein schönes Häuschen, muss man ganz ehrlich sagen, was er da gebaut hat. Sag mal, ich muss das erstmal hier rüberschieben. Dann. Aber ich musste mal das andere Zeug hier zumachen. Das ist ja Wahnsinn, was da alles oben ist. So. Dann machen wir das hier auf. Et voilà. Dann schalten wir hier um. Und dann sehen wir es schon. Also ich finde, das ist auch ein schönes Häuschen. Ja, es schlicht einfach ist schick. Also sowas gefällt mir. Sowas gefällt mir. Ist kein Ärger hast du ja auch ohne Honig genug. Ja. Kai, wird da spannend. Kai, kannst du da Handy? Geht da Livestream? Das wär's. Kai. Kai, ich mag den Kuchen mit Pfeile. Ja, ich fliege mit der Drohne und bring dir was. Sollte passen. So, was hat's noch? Dann sind wir durch für heute, oder? Machen wir Feierabend? Gehen wir ins Bettchen? Oder habt's noch irgendwas? Ja, ich würde gern, also wenn's ja irgendein. Was wenn? Nordbiene und Natur. Der Straftäter. Oder? Nee. Kriegst du dann auch so eine Träne unterm Auge? Halt, nee, das ist für Mörder. Das ist. Oder ist es, wenn man eingesessen ist? Aber da musst du dann, also wenn du dann schon Straftäter bist, mit extremster Oxalsäureverdampfung, ich sage ja, da bist der richtig harte Kerl, ja. Also ich glaube, da bist. Boah. Also, das wenn du in den Knast müsstest und du erzählst es da drin, also entweder die glauben, du hast da irgendwelche Leute vergast, du musst halt das mit den Bienen weglassen und da war Rohr, ja, dann hört sich das vielleicht brutal an. Ja?
Aber ja. Aber das wird schon geil. Das wird. Eine Knastträne. Doch, Knast. Ja. Dann hat dieser Staat den nächsten Feind. Ja, also also in der Imkerei, beziehungsweise mittlerweile ist es ja gar nicht mehr nur in der Imkerei, wir sind todreguliert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, mir kommt es immer mehr so vor, dass wir regulieren uns selbst tot. Und schlimm ist, dass die Leute das zum Teil selbst so anstreben. Das ist eine Minderheit meistens, die das auf Biegen und Brechen irgendwas durchsetzen wollen, wo dann alle anderen irgendwie ein paar auf den Deckel kriegen. Ich kann es nicht verstehen. Ich habe hier mein, wie sagt der Tumpfi, mein Jupp Mountain, mein Berg und bei mir hier daheim. Und ich muss sagen, ich habe, egal wie irre es da draußen zugeht, ich habe bei mir daheim mein gelobtes Land, ja, da zählen meine Gesetze. Und die heißen Leben und Leben lassen. Ach, noch ein E-Mail, komm mal. Wer jetzt? Nochmal vom Jochen. Oh, komm, mach auf das Ding. Da war aber jetzt nichts dabei, oder? Aber mal. Ja, Jochen, das werden wir natürlich auch reinhauen. Ich weiß nicht, ob das nochmal geschickt hat. Bisschen Werbung. Aber Jochen, das kriegen wir hin. Das mache ich natürlich. Ja, aber das ist ein schönes Logo, was du da hast. Hast du das auch so auf den Gläsern? Jochen, das ist schlicht, aber hat irgendwas. Das hat was. So, Honig aus den Immen. Immengas, Hobbyimkerei Jochen Reichert. Kann man leider nicht lesen. Dahinter. So. Halt. Es ging ja rechtlich um die Lagerung von Ochs und nicht um deren Anwendung. Ja, Lars, aber das ist ja die nächste Schwachsinn um die Lagerung, ja. Die Lagerung. Das bekommt jeder. Jeder. So. Margrethe, jo, einschlägig vorbestrafter Straftäter mit Bundeszentralregister, Disziplinarverfahren und allem, was dazu kommt. Kai, dann bist du der krasseste Gangster ever im Norden damals. Ich würde dann dein Logo auch ändern, so Knaststäbe und dahinter, wo du die so aufbiegst. Das wäre auch was Cooles. Erwerb und Lagerung, ja, das ist. Es ist krank. Jonas Jones, also es ist keine Brut da. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich denke mal, das ist auf irgendeine Frage bezogen, oder? Woher weiß ich genau, ob ein Volk im Winter weißellos ist? Also, ein relativ einfaches Indiz ist die Klopfprobe.
wenn du klopfst und die brausen richtig lange nach, also viel länger. Und denk, das ist meistens das, was faul ist, dass keine Königin da ist. Zu hundertprozentiger Sicherheit sieht man es erst, wenn man durchschaut. Frag mich ein Klo. Na, Kai, dann kannst du nicht in die Politik gehen, ja? Kai, dann geht's in die Politik. Oh Gott. Nee, ich sag's euch. Ja, dann machen wir Feierabend. Denkt an mein Honighäuschen. Wir müssen den Patrick ein bisschen unterstützen, weil dann krieg ich mein Honighäuschen. Beziehungsweise, wir müssen die 100 knacken. Dann krieg ich mein Honighäuschen. Wir müssen alle hinkommen. Ja. Tumpi vergisst nicht die Flüssigseife. Oh. Also wenn sie bei mir nicht ganz so extrem weit weg wäre, ich würde hinfahren. Ich würde wirklich hinfahren. Eigentlich, also ist eigentlich schon. Ich verstehe es halt nicht, dass zum Beispiel der normale Imkerbund und wie es alle heißen, Berufsimkerbund und wie es alle, dass die sich da nicht ein bisschen mehr dahinter hängen, weil das ist ja, natürlich ist es für den Einzelnen jetzt eine Verhandlung, ja. Aber so eine Verhandlung, wenn man gewinnt, mit dieser Tragweite und man bringt es durch, das wäre ein Paukenschlag, das wäre der Wahnsinn für Deutschland, also für die Imkerschaft. Das wäre wirklich der Wahnsinn, weil man hat es natürlich noch nicht komplett legalisiert, aber man ist schon mindestens so weit, dass es nicht verboten ist. Ja? Es ist in Deutschland sowieso so ein komisches Ding. Manche Sachen sind nicht erlaubt, aber auch nicht verboten. Ja? Aber wir hoffen das Beste, Kai. Wir hoffen das Beste. Was, du hast morgen Schule? Morgen ist doch Feiertag. Das Geld ist das geringste Problem. Ferdinand Rockinger, was soll man jetzt gegen Kalkbrutmumien machen? Also jetzt gegen Kalkbrutmumien. Erste Frage, ist noch Flugbetrieb? Können die mindestens einmal in der Woche fliegen? Also nur so als kurze Antwort. Wenn jetzt noch, bei uns in Frankfurt nicht, ja, Jonas, Jonas, du musst zu mir ins gelobte Land, dann wir haben morgen Urlaub. Also, wenn Sie noch einmal in der Woche mindestens fliegen können, ein Reinigungsflug, dann könntest du Pollenteig, Eiweißteig auflegen, um einfach ein bisschen die Proteine, Eiweiße, bisschen da ein bisschen rein zu pushen in die Völker, weil in der Regel, wenn Sie jetzt Richtung Kalkbrut gehen, ist es meistens, dass sie zu wenig Pollen haben. Vielleicht hast du da noch ein großes Pollenbrett über, wo du einhängen kannst. Irgendwie in die Richtung. Sonst würde mir nicht groß was einfallen, wie du dagegen steuern kannst. Crowdfunding ist ja erlaubt. In NRW ist auch Feiertag, ja. Aber ich muss jetzt wirklich Feierabend machen. Ich bin todmüde. Ich muss in mein Bettchen. Ja. Ich muss unbedingt, muss mich hinlegen.
Dann wünsche ich euch allen noch einen wirklich schönen Abend. War wieder wirklich wunderbar. War richtig geil. Kommen nicht mehr so viele Videos, aber das liegt daran, weil ja, ich bin bei den Bienen arbeitslos. Ich bin mit allen Arbeiten durch. Das ist immer der Nachteil, wenn man so zackig dahinter ist mit allem, mit Wabenhygiene und und. Wenn man das immer gleich sofort erledigt, die meisten fangen jetzt dann an mit Einschmelzen und. Ich mache das immer gleich und dann habe ich jetzt keine wirkliche Arbeit mehr. Jetzt geht es halt dann ans Basteln wieder. Jetzt erstmal kommt mein Häuschen da unten hoffentlich bald. Und dann geht der Bilogger. Werden wir mal einen Bilogger bauen. Werden wir mal eine Anleitung machen, wie man so einen Bilogger baut. Dann vielleicht noch einen Verkaufsautomaten bauen. Ah, mir fällt schon was ein. Und so ein bisschen Theorie vielleicht. Irgendwas, ihr könnt mal, schreibt mir einfach eine E-Mail mit den, so wie es die Petra gemacht hat, schreibt mir eine E-Mail, was ihr gerne sehen wollt, welches Thema euch interessiert und. Schreibt mir das und ich notiere mir das wieder alles auf einen Zettel und arbeite das alles nach drei, bam, 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 ab. Das, ja, ihr tut mir auch einen Gefallen damit, also ihr nervt mich nicht, viele wollen das ja nicht, wann ist Richtfest? Ja, wenn es da ist, ist Richtfest. Also ist kein Problem. Dürft gerne kommen. Gerne. Also ihr müsst mir das vorher Bescheid geben, dass ich weiß, ob ich noch Grill anheizen soll oder so. Ja. Dann gibt es noch Bratwürste. Und nein, bei mir im gelobten Land ist es auch keine Maskenpflicht. Und auch keine Ausweiskontrolle. Da ist noch Leben. Einfach so, wie es ist. Und wenn jemand hustet und niest, dann muss auch keiner sterben. So. Also. Ciao. Wir sehen uns. Tschüss. So, da.